Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute zu einem neuen Regelvideo. Und zwar dreht sich heute alles in dem Video um die Anleitung bzw. die Regeln zu Duke in Danger Save the Monkey. Es ist ein wunderschönes Kartenspiel. Der Autor ist nach Asien gereist und hat dann diese Affenart, die Dukes, kennengelernt. Und diese Affenart ist stark gefährdet und das gab ihm den Ansporn, dieses Spiel zu entwickeln, um darauf aufmerksam zu machen. Absolut super. Schauen wir uns einmal ganz kurz das Spiel an. Ab 8 Jahre, 2 bis 6 Spieler und 30 Minuten. Ganz wichtig, hierbei handelt es sich um einen Prototypen und das ein oder andere kann sich am fertigen Produkt noch ändern. Dieses Spiel ist aktuell noch nicht erhältlich, ihr könnt es aber bei Kickstarter unterstützen. Ab unten in die Infobox, da findet ihr den Link zu Kickstarter. Bei dem Spiel gibt es insgesamt 6 Level. Man startet selbstverständlich mit Level 1, damit die Regeln noch klein sind. Und Level 1 basiert auf das Kartenspiel Durak. Bei Level 2 kommt dann wieder was dazu und Level 3 kommt noch ein kleiner Step dazu. Und ich würde sagen, wenn du Level 1, 2 und 3 integriert hast, dann ist das Spiel sozusagen richtig, richtig komplett und macht am allermeisten Spaß. Level 4, 5 und 6 sind dann einfach noch Bonbons bzw. Goodies on top. Hier erkläre ich euch das Grundspiel, sprich Level 1 und alle neuen Regeln für Level 2 und alle neuen Regeln für Level 3. Ihr könnt auch zum Beispiel Level 1 und Level 3 kombinieren und lässt Level 2 raus. Oder ihr spielt nur mit 1 und 2 und so könnt ihr das auch mit allen anderen Leveln machen. Habt ihr jetzt oder später irgendwann Fragen zu den Regeln zu Duke, dann ab unten in die Kommentare. Ich versuche euch schnellstmöglich zu helfen. Und hier oben findet ihr noch über 190 andere Regelerklärungen zu alten, neuen und klassischen Spielen. Es ist für jeden was dabei. Abonniert mich gerne, so seid ihr perfekt vorbereitet für euren nächsten Spieleabend. Gern auch einen Daumen hoch, aber jetzt verlieren wir keine Zeit, retten wir die Affen. Ziel des Spiels und worum geht's? Im Dschungel von Südostasien lebt diese einzigartige und wunderschöne Affenart, nämlich der Duke. Wir versuchen ihn zu retten, aber es gibt drei Parteien, die darum streiten. Es gibt einmal den Wilderer. Er möchte die Dukes in Gefahr bringen, dann gibt's den Ranger, er will sie retten. Und dann haben wir noch die Touristen und die entscheiden selber, möchten sie eingreifen, positiv oder negativ. Und diese Rollen wechseln auch. Jeder Spieler versucht möglichst keine verlorenen Dukes zu bekommen, denn das sind Minuspunkte. Wir spielen dann das Spiel über 3 Monate, was 3 Runden bedeutet. Es gibt sowohl eine Tagphase als eine Nachtphase. Und wer dann, wie gesagt, die wenigsten verlorenen Dukes bekommen hat, hat das Spiel gewonnen. Hier zeige ich euch den Aufbau für 3 Spieler. Die übrigen Touristen kommen in die Schachtel zurück. Die 11 Aktionskarten benötigen wir erst für Level 3. Dann gibt es insgesamt 4 Farben. Einmal diese 3 Farben von 1 bis 12, das sind normale Dukes. Und die schwarzen, die haben hier eine Krone und eine rote Umrandung. Das sind dann auch Karten von 1 bis 12, aber das sind Trumpf-Dukes. Also hier gibt es eine feste Trumpffarbe. Das ist die Karte, sie bedeutet Regenzeit, dazu aber später mehr. Und dann benötigen wir noch die Innenseite des Deckels. Hier ist die Baumkrone. Am Anfang des Monats geht es immer mit der Rollenverteilung los. Im ersten Monat geht die Rolle des Rangers an den Spieler mit dem besten ökologischen Fußabdruck. Das ist zum Beispiel hier Spieler 1. In allen anderen Monaten erhält immer der Spieler mit der geringsten Anzahl von verlorenen Dukes vor sich diese Rolle. Herrscht hier ein Gleichstand, dann wieder derjenige mit dem besten ökologischen Fußabdruck. Dann darf der Ranger einen Spieler auswählen und der bekommt die Wildererrolle. Er gibt sie mir. Alle anderen Spieler werden Touristen. Jetzt bereiten wir die Spielkarten vor, je nach Anzahl vom Spieler. Spielt ihr nur zu zweit, benutzt ihr die Stärken von 1 bis 7, zu dritt von 1 bis 9, zu viert 1 bis 10 und wenn ihr zu 5 bzw. zu 6 seid, nutzt ihr alle Karten. In unserem Fall haben wir jetzt alle 10, 11 und 12 von allen 4 Farben raussortiert. Jetzt nimmt der Wilderer die Karten und mischt sie ordentlich und verteilt jedem Spieler 5 Karten. Die übrigen Karten werden auf die Regenzeitkarte gelegt. Hier haben wir die Baumkrone und hier in der Mitte ist der Spielbereich, sprich die Gefahrenzone. Das war schon die Spielvorbereitung. Kommen wir jetzt zum Spielablauf. Hier haben wir 2 Phasen, nämlich einmal die Tagphase und die Nachtphase. Starten wir mit der Tagphase. Was ist deine Aufgabe? Als Wilderer
bringst du Dukes in Gefahr. Sprich, du packst sie hier in den Gefahrenbereich und setzt damit den Ranger unter Druck, denn er möchte sie ja retten. Das sieht man auch schön hier an dem Symbol. Hier einmal das Fadenkreuz, hier einmal das Herz. Der Ranger, der muss die gefährdeten Dukes, die hier im Gefahrenbereich, retten, beziehungsweise es versuchen. Jeder nicht gerettete Duke wird zu einem Verlorenen und bringt dann den aktuellen Ranger Minuspunkte. Die Touristen haben sowohl das Herz als das Fadenkreuz und können sich entscheiden, ob sie dabei helfen, Dukes zu retten oder wiederum auch welche in Gefahr bringen oder sich aus allem raushalten. Jeder Tag beginnt damit, dass der Wilderer einen Duke in Gefahr bringen muss. Das geschieht, indem er seine Handkarten sich anschaut und einen beliebigen Duke aus seiner Hand in die Gefahrenzone legt. Also so. Ist dies geschehen, müssen die anderen Spieler jetzt keine Spielereihenfolge mehr beim Legen der Karten beachten. Jeder legt einfach drauf los. Alle Spieler können jetzt unabhängig von ihren Rollen Karten hier ausspielen und damit entweder noch mehr Dukes in Gefahr bringen oder Dukes retten. Alle Rollen mit einem Herz, sprich der Tourist und der Ranger, können Dukes retten. Jedoch kann ein Duke, der hier in Gefahr ist, nur durch einen stärkeren Affen gerettet werden. Also in diesem Fall müssen wir mindestens eine 2 gelb legen. Oder egal mit welcher Trumpfkarte kannst du diesen Affen auch retten. Jetzt spielt zum Beispiel der Ranger eine 3 und rettet ihn. Denn er ist stärker und hat die gleiche Farbe. Ganz wichtig, die Stärken beider Karten müssen weiterhin sichtbar sein. Ganz wichtig, sollte eine Trumpfkarte hier in Gefahr sein, kannst du sie nur mit einer höheren Trumpfkarte retten. Weitere Dukes in Gefahr bringen. Es ist möglich bei allen Spielern, die ein Fadenkreuz auf der Charakterrolle haben. Hierfür nehmen sie wieder eine Handkarte und spielen den Affen hier in den Gefahrenbereich. Sprich, du darfst jetzt Affen nur in Gefahr bringen, deren Stärke 1 oder 3 sind. Nur die Karten, die bereits schon gespielt worden sind. Ganz, ganz wichtig. Und ganz wichtig, hier in der Gefahrenzone dürfen sich nie mehr Affen in Gefahr befinden, als der aktuelle Ranger noch Handkarten auf der Hand hat. So, dass er theoretisch jeden Affen retten kann. Sprich, wir dürfen hier nicht mehr als 4 Affen noch in Gefahr bringen, denn der Ranger hat nur noch 4 Handkarten. Sprich, in einer guten Runde wird hier permanent ein Affe in Gefahr gebracht, dann gerettet, vielleicht dann wieder einer und so weiter. Und das passiert so lange, sprich die Tagphase endet, wenn alle Affen gerettet sind und keiner der anderen Spieler einen weiteren Affen in Gefahr bringen möchte oder kann. Oder der Ranger ankündigt, dass er alle verbleibenden Affen, die noch in Gefahr sind, zu verlorenen Affen bestimmt und hier ablegt als seine Minuspunkte. Ganz wichtig, in jedem Fall muss der Ranger in die Runde fragen, ob jemand noch eine Karte ausspielen möchte. Ist dies nicht der Fall, endet die Tagphase. Kommen wir zur Nachtphase. Es wird dunkel im Dschungel und Ruhe kehrt ein. In jeder Nacht werden folgende Aktionen in dieser Reihenfolge durchgeführt. Alle geretteten Dukes und die Retter werden hier in die Baumkrone gelegt. Alle Affen, die sich noch in Gefahr befinden, werden zu verlorenen Affen und der Ranger muss sie hier bis zum Monatsende ablegen. Das sind seine Minuspunkte. Beginnend bei sich selbst gibt der Wilderer im Uhrzeigersinn reihum jedem Spieler jeweils eine Karte vom Nachziehstapel, bis alle Spieler wieder 5 Karten haben. Er gibt sich selber eine, hier, der Spieler hat jetzt 5, er hat jetzt 5 und er hat auch 5. Wie gesagt, das macht er so lange, bis jeder 5 Karten hat oder die Regenzeitkarte aufgedeckt wird. Sobald diese Karte sichtbar ist, werden keine weiteren Karten mehr verteilt und die Touristen verlieren die Fähigkeit, Affen zu retten. Das siehst du hier am durchgestrichenen Herz. Das Symbol ist für Level 3 wichtig. Sollten Spieler nach dem Kartenverteilen keine Karten mehr auf der Hand haben, scheiden sie aus dem laufenden Monat aus und entfernen ihre Rollenkarte aus dem Spiel. Falls der Ranger oder der Wilderer ausscheiden, tauscht ihr diese Karte mit einer Touristenkarte, die ein anderer Spieler hat. Alle verbleibenden Spieler geben danach ihre Rollenkarte an ihren linken Nachbarn weiter. Ganz wichtig, in jeder Runde kann immer nur der Ranger die Minuspunkte bekommen. Jetzt würde ein neuer Tag beginnen und der Wilderer muss wieder Affen in Gefahr bringen. Kommen wir jetzt zum Monatsende. Der Monat endet, wenn in der Nachtphase keine Karte mehr nachgezogen werden kann, sprich, diese Karte ist offen zu sehen und entweder keiner der Spieler mehr Handkarten auf der Hand hat
oder nur noch ein Spieler Karten auf der Hand hat. Diese werden dann zu seinem Stapel verlorener Affen hinzugefügt, sprich Minuspunkte. Anschließend gibt jeder Spieler die Anzahl seiner verlorenen Dukes bekannt. Diese werden notiert und ein neuer Monat beginnt. Sprich, wir schauen, er hat keine Minuspunkte, sie hat keine Minuspunkte und sie hat dann 2 Minuspunkte insgesamt. Zu einem Beispiel, alle Karten sind ausgeteilt, dieser und dieser Spieler haben keine Handkarten mehr, somit wandert die letzte Handkarte vom Touristen hier auf den verlorenen Stapel, dann zählt jeder seine Minuspunkte, Spieler 1, 3 Minuspunkte werden notiert, Spieler 2, 2 Minuspunkte werden notiert und Spieler 3, 4 Minuspunkte. Und ein neuer Monat beginnt hier. Dazu sammeln wir alle Karten wieder ein und alle Rollenkarten. Der Spieler mit den wenigsten Minuspunkten wird der Ranger, das ist der. Er sucht sich wieder einen Spieler aus, der Wilderer wird. Er entscheidet sich für diesen Spieler und die anderen Spieler werden dann Touristen. Dann werden alle eingesammelten Karten gut gemischt. Und jeder bekommt wieder 5 Karten und der Monat beginnt. Kommen wir jetzt zum Spielende. Das Spiel endet nach 3 Monaten. Die verlorenen Dukes aller Monate werden dann zusammengezählt und es gewinnt derjenige das Spiel, der die wenigsten verlorenen Affen hat. Kommen wir jetzt zur Regelerklärung von Level 2. So, ihr habt schon einige Runden Level 1 gespielt. Kommen wir jetzt zu Level 2, sprich Level 1 plus Level 2. Hier benötigen wir kein weiteres Material, nur der Aufbau ist ein wenig anders und die ein oder andere Regelerklärung kommt dazu. Ergänzung zum Spielaufbau. Nachdem der Wilderer jedem Spieler 5 Handkarten ausgeteilt hat, platziert er zusätzlich 6 Karten verdeckt um den Nazi-Stapel. Und die übrigen kommen in die Mitte. Diese 6 Karten sind die Dschungelkarten. Jeder Mitspieler schaut sich jetzt genau eine Dschungelkarte an und legt sie wieder verdeckt an die ursprüngliche Stelle zurück. Wichtig, mehrere Spieler dürfen sich auch die gleiche Dschungelkarte anschauen. Kommen wir jetzt zur Ergänzung zur Tagphase. Ranger und Wilderer können alternativ zu ihren Handkarten jederzeit eine Dschungelkarte aufdecken. Dies kann zur geplanten Aktion, sprich wir retten bzw. bringen einen Affen in Gefahr, passen oder nicht. Wird eine passende Karte aufgedeckt, hier von den Dschungelkarten, kann dies wie eine Handkarte gespielt werden. Sprich, du hast jetzt hier eine kleine, schöne, lustige Glückskomponente. Sprich, passt die Karte, darfst du sie verwenden und ausspielen. Das gilt auch selbstverständlich als allererste Karte, die der Wilderer spielt. Passt die aufgedeckte Karte nicht, wird sie allen Mitspielern gezeigt und wieder verdeckt an den ursprünglichen Ort zurückgelegt. Betrifft dies den Ranger, endet die Tagphase sofort und alle Dukes, die hier in Gefahr sind, werden sofort zu verlorenen. Also ganz vorsichtig, Ranger, aufpassen. Benutzt du als Wilderer eine Dschungelkarte und deckst sie auf und sie passt nicht, kann der Wilderer für den Rest des Tages keine Dukes mehr hier in Gefahr bringen. Touristen können aber weiterhin noch Affen in Gefahr bringen. Beziehungsweise Touristen und Ranger können dann in Ruhe die Affen retten und dann endet sozusagen die Tagphase. Ergänzung zur Nachtphase. Vor dem Verteilen der Handkarten füllt zuerst der Wilderer die Dschungelkarten wieder auf, bis hier entweder wieder 6 Karten liegen oder der Nachziehstapel aufgebraucht ist. Erst dann verteilt er die Handkarten an die anderen Spieler. Das war schon Level 2, kommen wir jetzt zu Danger Level Nummer 3. Danger Level 3 kann kombiniert werden nur mit Level 1 oder mit Level 1, 2 und 3. Kommen wir wieder zur Ergänzung zum Monatsanfang, sprich zur Spielvorbereitung. Vor dem Mischen des Kartendecks und dann dem Verteilen kommen noch Aktionskarten in den Stapel. Die sind abhängig von der Spieleranzahl. Hier ein Bild für 2 Spieler, kommen zum Beispiel 4 Fallen, eine Spende und ein Rettungsteam dazu. Fallenkarten sehen so aus. Das Rettungsteam sieht so aus und das ist die Spende. Richtig schönes Gimmick. Scannt man den QR-Code, kann man auch direkt spenden. Das war schon die zusätzliche Spielvorbereitung. Kommen wir jetzt zur Erklärung der Aktionskarte. Hat ein Spieler eine Aktionskarte auf der Hand, kann er diese in der Tagphase ausspielen. Sofern das Symbol passend zu deiner Rollenkarte ist. Sprich, mit einem Ranger kannst du keine Falle ausspielen. Und mit einem Wilderer kannst du kein Rettungsteam bzw. die Spendenkarte benutzen. Der Tourist kann selbstverständlich alles nutzen. Die Spendenkarte. Lege diese Karte auf einen Duke in Gefahr. Dieser Duke ist sofort gerettet. Sprich, das ist die höchste und beste Karte. Sozusagen so ein bisschen wie ein Zauberer bei Wizard. Damit kannst du auch die höchste Trumpfkarte einfach so retten. Schön mächtig. Kommen wir jetzt zur Falle.
Lege diese Falle auf einen geretteten Duke, dieser ist nun in Gefahr. Sprich, er war gerettet, jetzt lege ich die Karte drauf, er ist wieder in Gefahr. Fallenkarten dürfen nie auf die Spendenkarte gelegt werden. Sprich, der Vierer Duke ist jetzt in Gefahr und um ihn zu retten, musst du selbstverständlich eine höhere Trumpfkarte legen. Sollte der Ranger das nicht schaffen, dann bekommt er auch nur den Vierer Duke als Minuspunkt, der Zweier Duke ist gerettet und kommt in die Baumkrone. Kommen wir jetzt zum Rettungsteam. Mit dem Rettungsteam wird die Verantwortung, Dukes in Gefahr zu retten, an einen anderen Spieler weitergeschoben. Dazu wird das Rettungsteam durch einen Spieler in die Gefahrenzone gelegt und alle anderen Spieler müssen versuchen, ihre Hand so schnell wie möglich auf das Rettungsteam zu legen. Der Spieler, welcher seine Hand als letztes auf das Rettungsteam legt, muss alle verbleibenden Dukes in Gefahr retten oder diese als verlorene Dukes bei sich ablegen, sprich Minuspunkte. Dieser Spieler erhält Zugriff auf die Dschungelkarte und darf Aktionskarten dann mit einem Herz bzw. auch Spenden oder weitere Rettungsteams ausspielen. Auch wenn er zum Beispiel den Wilderer hat. In jedem Fall endet danach die Tagphase. Alle anderen Spieler dürfen, nachdem das Rettungsteam ausgespielt wurde, keine Rollenfähigkeiten mehr einsetzen oder Aktionskarten spielen. Sprich, derjenige, der zuletzt auf das Rettungsteam seine Hand hat, ist jetzt auf sich allein gestellt und muss erstmal alle retten. Schafft er das nicht, gibt es Minuspunkte. Kommen wir jetzt noch zur Ergänzung der Tagphase. Kann der Wilderer zu Beginn des Tages keinen Duke in Gefahr bringen, da er nur noch Aktionskarten auf der Hand zur Verfügung hat, und die Dschungelkarten zum Beispiel aufgebraucht sind, endet die Tagphase sofort und er muss eine seiner Aktionskarten in seinen verlorenen Duke-Bereich legen. Jetzt wichtig, nur in Verbindung mit Danger Level 2 startet der Wilderer seinen Tag, indem er eine Dschungelkarte aufdeckt und das ist dann eine Aktionskarte, wird diese in die Baumkrone gelegt und der Tag endet danach sofort. Ergänzung zur Nachtphase. Alle gespielten Aktionskarten werden dann in die Baumkrone gelegt. Wird die Regenzeitkarte aufgedeckt, dürfen Touristen in dieser Tagphase keine Aktionskarten mehr spielen, die in der oberen Ecke ein Herz haben. Keine Aktionskarten mehr, keine Herzkarten mehr. Sprich, nur noch der Ranger kann das machen. Und jetzt Ergänzung zum Monatsende. Aktionskarten auf der Hand des letzten verbleibenden Spielers werden ebenfalls auf den Stapel gelegt für verlorene Dukes und zählen damit als Minuspunkt. So, das war die Regelerklärung zu Duke in Danger Level 1, 2 und 3. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Habt ihr irgendwelche Regelfragen zu diesem oder anderen Spielen, ab unten in die Kommentare. Ganz liebe Grüße, euer Robert.